Ja, so nehmen wir das auf. Moin Freunde, herzlich willkommen DFB-Pokalsieger. Ihr seht es, heute der richtige Dress zum Jahr 2021. Der BVB Borussia Dortmund, unser aller Herzensverein, ist deutscher Meister. Nee, ist es nicht. Pokalsieger geworden. Pokalsieger, deutscher Meister wurde ja diese andere Mannschaft. Welche war das? Wolfsburg, Bremen. Irgendwas, was nicht in Deutschland liegt. Auf jeden Fall die anderen. Das ist aber auch egal. Es ging ja dieses Jahr tatsächlich nur darum, wer wird Pokalsieger. Und die Dortmunder haben es geschafft, Leute. Das heißt, an der Stelle, wenn ihr Dortmund-Fan seid, dürft ihr ein Like da lassen. Wenn ihr kein Dortmund-Fan seid, dürft ihr ein Abo da lassen. So ist jedem auf jeden Fall geholfen. Wir wollen heute das Ganze zelebrieren. Und während die Jungs dort mit 11 gegen 11 auf dem Platz standen, werden wir heute Folgendes machen. Wir stehen mit 12 gegen 12 auf dem Platz. Denn es ist ein neuer 12 gegen 12 Modus rausgekommen. On va se faire des petits 12v12 ça comme en MME. Je t'explique parce que comme ça moi je me fais déchirer trois fois. Tac, après on se barre en full snipe, pour essayer d'avoir d'être grave fort. Et là boum, je vais claquer une 5 au siège. Ça part, ça part, Ok. ça part. T'as compris le Ça plan un peu? part. T'as kiffé le programme? Ça Le part. petit. C'est le petit. Ça part. Pétouche, à la va, à la mèche, à la va. Il a dit ça part. Yalala. Alhamdoulilah, Yala, yala, boum, je sais pas, il voulait trop. Il voulait quoi? Asiketo, Hayato, Kako, Payapa, Payapa. Ouais, un petit peu de dosé d'argent, So, tac. das hätten wir auch Excellent. geklärt. In all der Weisheit von Treyarch, Activision, Raven Software und wie die ganzen hunderten Studios mittlerweile heißen, die an COD arbeiten, hör auf zu husten, haben sie es geschafft, nicht neuen Content reinzubringen, haben es nicht geschafft, die Server besser zu machen. Dafür haben wir einen 12 gegen 12 Modus bekommen. Was im Prinzip nichts anderes heißt, als dass die Server, die sowieso schon völlig am Limit sind, noch mehr am Limit sein werden. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schlau. Bin da auch ein großer Fan von. Krieg erstmal direkt die Diamanti mit der Granate ins Gesicht. Da bin ich auf jeden Fall immer ein großer Fan von. Wenn man sagt, okay, 6 gegen 6 auf den Servern oder auf den Maps funktioniert aktuell nicht, dann müssen wir uns jetzt irgendwie was überlegen. Was überlegt man sich dann? Korrekt. Einfach nichts weiter als ein 12 gegen 12 Modus. So, das heißt also, wir probieren den heute das allererste Mal aus. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ihn, wie gesagt, das allererste Mal noch nie vorher probiert. Ich habe keine Ahnung, wie chaotisch der wird. Ich kann euch nicht sagen, ob das hier irgendwie was ist, wo man was erspielen kann, ob man hier ein bisschen Spaß haben kann. Ich habe gar keine Ahnung. Also irgendwie, Leute, man kommt aus dem Spawn raus, aber nachdem man aus dem Spawn raus ist, gibt es dann auch keine andere Option mehr. Das heißt, man ist dann von der ersten Sekunde an in diesem Modus im Krieg. Da werfen wir einfach mal blind eine Nade hin und von hinten werde ich wieder gefickt. Ich bin vor allen Dingen, wenn ich mir so diesen Modus angucke, dann gibt es da eigentlich eine Sache, die mich am meisten interessiert, nämlich ist das Thema Skill-Based Matchmaking in diesem Modus so krass wie in allen anderen Modi? Oder ist das hier, weil es eben so viele Spieler gibt, ein anderes Thema? Geh weg, ich liebe diese Waffe, Leute. Sie ist nicht OP, das kann ich euch nur sagen, aber sie macht trotzdem einfach Spaß. Zum einen natürlich ist es eine neue Waffe und guckt euch an, ich habe gerade erst gelernt, wie man die Waffe zeigt. Ah. Also Dark Matter sieht komplett Schmutz aus in dem Game. 2 Wochen lang habe ich dafür gearbeitet wie ein wildes Tier, ohne dass ich wirklich zufrieden bin am Ende. Das muss man dazu sagen. 2 Wochen Dark Matter für gar nichts eigentlich. Und wenn mir vorher einer gesagt hätte, dass das, was ich da gesehen habe, nicht Dark Matter ist, sondern Dark Aether, hätte ich absolut auf Dark Aether gespielt. Ich habe es aber schlichtweg nicht gewusst. Dadurch. Oh! Oh, ist das eklig. Das ist das fünfte Mal, dass er einfach irgendwelche Rotze in sich reinsaugt oder raussaugt. Man weiß es nicht so 100%. Dass ich im Prinzip zu dumm war, zu realisieren, dass das hier kein Dark Matter ist, beziehungsweise das, was die Leute haben, keins ist,
hat mich echt getroffen. Das muss ich ganz ehrlich so einmal sagen. Ich habe wirklich gedacht, geil, die Tarnung sieht so heftig aus. Die will ich unbedingt haben. Nur um dann zu realisieren, dass die Tarnung irgendwie zwar geil aussieht, ich sie aber nicht habe. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh. Das heißt also, Leute, ich habe 2 Wochen im Prinzip damit verbracht, auf Dark Aether zu spielen, ohne zu wissen, dass es nicht Dark Matter ist. Ich habe im Prinzip, Leute, 2 Wochen damit verbracht, auf Dark Matter zu spielen, ohne zu wissen, dass es nicht das... Der eine hat ein echtes Nasenschleimproblem. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. 2 Wochen, es war Pain, es war Schmerz, es war Arbeit. Es hat Spaß gemacht teilweise. Du bist absolut vernichtet worden. Komm her, komm her. Schön hier im Headlitch, hier dran im Headlitch. Einfach die Nate werfen. Er kommt doch. So, weg ist er. Reinsline und den nächsten holen. Ich glaube, diesen 12 gegen 12 Modus muss man so spielen. Einfach ohne Kopf, ohne Verstand, komplett rein. Also im Prinzip so wie jeder COD-Spieler. So, und jetzt will ich hier aber gerne nochmal aufs Street gehen. Oh mein Gott, wie viel Nades hier reinfliegen. Wie viel Nades hier reinfliegen. Wir stehen 21-12 und sind damit auf Platz 1. Wie auch immer wir das gemacht haben. Die Nade werfen wir dahin. Da sind noch... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viel Granaten. Oh, 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 oh. Geh weg. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. 100.000 Granaten, die da reinfliegen. Da steht einfach einer. Es interessiert ihn gar nicht, dass wir auch hier sind. So. Versuchen wir nochmal aufs Streak zu gehen. Da nochmal die Nate hin. Und ich werde schon wieder gesniped. Also, wenn ich nach dieser einen Runde ein Fazit ziehen muss, dann dürfte das Fazit ungefähr lauten, dieser Modus ist das reinste Chaos. Also wirklich das reinste Chaos. Hier spielen Leute mit Shotguns, mit Snipern, mit allem Möglichen. Lasst uns in dem Moment doch einfach nochmal dran erinnern, was ist am letzten Donnerstag passiert. Genau, Dortmund ist Pokalsieger geworden. Du bist kein Pokalsieger. Oh, jetzt schon wieder so geschnauft, Leute. Oh, Junge, ist das eklig. So, One Burst. Wieder One Burst. Und er hat einfach... Er hat die Minigun einfach in der Hand. Er steht 17 zu 7, hat eine Minigun. In anderen CODs brauchte man dafür eine 7er, 8er, 10er Killstreak. Hier in dem Game braucht ihr einfach nur nichts. Im Prinzip gar nichts. Oh mein Gott, wie viele da sind. Kommt, jetzt 10 Mann-Feed mit der Rakete. 10 Mann-Feed, Leute. Passt auf. 10 Mann. Ich treffe absolut nur 2. Jetzt haben wir gleich einen Raketwerfer noch. Und ich werde von hinten gefickt. Hinter uns ist einer, für den habe ich keine Zeit. Granatwerfer habe ich. Ich glaube, es geht hier tatsächlich einfach nur darum, möglichst viel zu töten und einfach möglichst oft zu sterben, damit man wieder im Leben ist, damit man wieder den nächsten angreifen kann. Macht das in irgendeiner Art und Weise Sinn oder eher nicht so? Und 1 Milliarde Gegner, die auch reinkommen. Absolutes Chaos, was hier abgeht. So, und wir beenden die allererste Runde mit 37 zu 20. Ich bin mehr enttäuscht als glücklich. Was bedeutet das? Der Modus kann witzig sein, vielleicht wenn ihr in der großen Party seid. Skill-based Matchmaking austricksen kann man trotzdem nicht. Ah, wird Zeit, dass Standoff kommt, Leute. Ich bin raus für heute. Habt viel Spaß. Lasst gerne ein Like da. Ciao. Call of Duty kann auch nichts richtig. Also nichts. Gar nichts.